Hallo alle zusammen! Ich habe mir jetzt überlegt, da ich meistens zu faul bin, irgendwas zu schreiben und eigentlich viel zu viel zum Schreiben habe, einfach mal ein kleines Video zu machen. Denn mein erster Monat in Japan ist jetzt wirklich schon seit ein paar Tagen um. Ich habe zwar schon sehr viel auf meinem Blog geschrieben, aber es gibt noch so viel, was ich eigentlich erzählen möchte und ich möchte jetzt einfach mal ein kleines Resümee machen. Also, die ersten Wochen waren gleich ziemlich aufregend. Ich habe viel erlebt. Ich bin zu Feuerwerken gegangen. Ich liebe Feuerwerke über alles, vor allen Dingen japanische. Es hat zwar bei den beiden Feuerwerken, einmal in Tsuchiura und einmal in Narita, geregnet. Aber es war trotzdem sehr schön. In Narita sind wir komplett nass geworden, als auf einmal ein richtiger Regenschauer runtergekommen ist. Aber das hat zum Glück dann schnell wieder aufgehört und wir konnten das Feuerwerk dann doch etwas durchnässt noch genießen. Ja, dann war ich schon in einem Katzencafé. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist leider sehr, sehr teuer. Wir waren, glaube ich, zu zweit anderthalb Stunden dort und haben dort fast 30 Euro gelassen, nur damit wir die Katzen streicheln können und mit ihnen Fotos machen können. Ich liebe ja Katzen und ich würde da gerne viel, viel öfter hingehen, aber momentan scheitert es ein bisschen am Geld. Aber mal sehen, vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal, weil oh, die sind einfach zu süß, die Katzen. So, dann war ich letztes Wochenende im Disneyland, noch um das letzte bisschen Halloween abzugreifen. Die Dekoration dort für Halloween war wirklich toll. Auch allgemein, sie feiern gerade 30-jähriges Jubiläum und da sind auch ganz viel Deko für. Das Schloss ist komplett bunt mit einer großen 30 drauf und es ist einfach nur toll. Wir hatten leider beim Einlass ein paar Probleme, weil wir wollten mit dem 3-Uhr-Ticket reingehen, aber wir durften nicht rein, weil zu viele Menschen dort waren. Es war ein Sonntagnachmittag. Naja, wir mussten dann noch anderthalb Stunden anstehen, bevor wir rein konnten, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Sonst habe ich schon viele meiner Freunde getroffen, die ich auch sehr, sehr, sehr vermisst habe und die ich unbedingt auch nochmal treffen möchte. Ich habe Pudikuda gemacht. Das sind diese süßen kleinen Bildchen. Ich habe jetzt auch extra ein Heftchen angelegt, damit ich sie besser sammeln und übersichtlich gestalten kann. Ja, ich war beim Karaoke mit meinen Freundinnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele verschiedene Sachen gegessen. Ich habe ganz oft Ramen gegessen, die wirklich sehr, sehr lecker sind. Ich habe auch schon mal Sushi gegessen. Und ganz viele andere Sachen. Auch noch ganz viele Sachen, die ich noch essen möchte. Okonomiyaki, wenn jemand möchte. Ihr könnt mich gerne einladen. Ja, was gibt es denn noch? Ich war auf Promi-Jagd. Habe ich auch schon in meinem Blog etwas drüber geschrieben. Das mit Yoshiki ist leider etwas daneben gegangen, aber zu Halloween war ich bei Muck. Sie haben ein relativ kurzfristig angekündigtes Shake-Hands-Event gemacht, wo ich war, wo ich mir früh mich angestellt habe, die Single gekauft habe, um eine Eintrittskarte zu kriegen und dann am Abend gab es zum Einlass einen Umschlag von Muck. Dort drin war eine Papierbrille. Es gibt 5 verschiedene Stück. Ich wollte eigentlich die von Tatsuro haben, aber ich gebe mich auch mit Mia zufrieden. Sind ziemlich schick. Juhu. mit diesen Brillen wurde mit allen ein Foto gemacht. Ich warte noch drauf, dass es irgendwo veröffentlicht wird. Mal gucken, ob man mich irgendwo erkennen kann zwischen den Tausenden von Menschen. Ja, ich kam dann irgendwann an die Reihe und durfte allen Membern die Hand schütteln. Und auch irgendwelche Worte zu ihnen sagen. Ich wusste natürlich absolut nicht, was ich ihnen sagen soll. Ich habe nur gesagt, sie sollen nach Deutschland kommen. Und habe ihnen noch eine Tüte Haribo geschenkt. Ja, das war's auch schon. Ich
war mit den Nerven dann ziemlich am Ende, weil Tatsolo die Hand zu schütteln ist für mich schon etwas sehr Besonderes und ich hatte danach total weiche Knie. Ja, am Freitag ging es dann zum Konzert von Anna Tsuchiya, was mich ganz, ganz, ganz doll gefreut hat. Es war ein, sagen wir mal, Dinnerkonzert in einer riesengroßen Kuppel. Die Beleuchtung war dadurch natürlich wunderbar. Auch die Akustik war sehr toll. Ich saß in der zweiten Reihe vor der Bühne. Sie stand zwischenzeitlich nur 2 Meter von mir entfernt. Sah wunderschön aus in ihrem Kleidchen und sagt, es war einfach nur wunder, wunderschön. Sie hat ungefähr eine Stunde gespielt. Dann gab es noch eine Zugabe, wo sie die Kleider gewechselt hat. Auf einmal hatte sie dann eine Schulmädchenuniform an und total groß geschminkt für Halloween, obwohl es ja nun schon vorbei war. Ihren Bassisten hat sie in ein Meerjungfrauenkostüm gesteckt. Es war sehr, sehr lustig. Allgemein ist sie eine sehr, sehr lustige Person. Wir haben alle ganz, ganz viel gelacht. Ich finde sie absolut sympathisch und ich hoffe, dass ich sie irgendwann wiedersehen kann. Dieses Wochenende ist ein gratis Live von ihr, aber ich kann leider nicht hingehen, weil ich schon leider sehr viel andere Sachen zu tun habe. Schade. Dafür geht es dann nochmal zu Muck in 4 Wochen oder so, 3, 4 Wochen am 27. Da freue ich mich auch schon drauf. So, dann war ich gestern Abend bei Achisei zum Konzert, zum Tour-Final. Es war wirklich atemberaubend. Ich kannte alle Lieder. Ich habe mich übermäßig gefreut, sie endlich wiederzusehen nach 3 Jahren. Das Konzert war wirklich wunderbar. Es war trotz der etwas verhaltenen Japaner sehr, sehr toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir durften auch ab und zu unsere Arme bewegen. Die 2 Mädchen neben mir waren auch sehr hibbelig und haben etwas getanzt und geklatscht und so weiter. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir eine kleine Tasche gekauft und mein gewünschtes Handtuch. Tada! Achisei heißt nämlich übersetzt Hortensien. Ah, da ist es. Ja. Und hier sind ganz viele Hortensien drauf. Richtig toll. Ja, und das Highlight schlechthin war ja, ich stand beim Konzert ja leider nur in Reihe 7, was immer noch ziemlich nah ist. Aber als ich dann beim Merchandise-Verkauf war, ist mir dann auf einmal aufgefallen, den Blondschopf da vorne kennst du doch. Stand natürlich der Bassist und der Sänger standen da am Merchandise-Stand und haben ihre Sachen verkauft. Ich war natürlich erstmal wieder komplett durcheinander. Sag, du siehst sie gleich, sie stehen gleich direkt vor dir. Du musst mit ihnen reden, weil du möchtest ja was von ihnen kaufen. Gut, sie haben mich dann beide angegrinst, weil ich natürlich wieder die einzige Nicht-Japanerin war unter allen. Ja, es war sehr toll. Ich durfte ihnen noch die Hände geben und ja, ich freue mich schon. Ich habe auch gelesen, dass sie jetzt demnächst noch ein paar Live-Auftritte haben. Da möchte ich dann auch noch gerne hingehen. Mal gucken, wie es zeitlich passt. Ja, was gibt es denn noch? Gestern war ich auch noch in der Reitaku-Universität in Chiba. Dort, also die werden einige von meinen Freunden natürlich kennen, weil viele unserer japanischen Freunde dort studieren. Dort hat jetzt dieses Wochenende das Unifest-Fest stattgefunden. Ja, es war, da ich sowas zum ersten Mal gesehen habe, sehr beeindruckend. Es gab ganz viele Fressbuden, wir haben auch ganz, ganz viel gegessen. Ich habe einige Freunde wieder getroffen, was mich sehr gefreut hat. Ja, sagt, das war alles sehr aufregend. Wir konnten sogar einen Yukata anziehen, beziehungsweise haben ihn angezogen bekommen. Mir wurde als Schleife eine Rose hinten drauf gebunden, die sehr, sehr beeindruckend war. Ich werde auch noch auf meinem Blog, ich muss bald schreiben, ein paar Bilder dazu hochladen. Auf Facebook sind schon ein paar für meine Freunde sichtbar. Und ja, da hier ist noch ein kleiner Beutel. Den hat man bekommen, wenn man gekommen ist. Der sieht sehr, sehr schön aus und niedlich.
Ja. Sonst, was gibt es sonst noch? Also, ich war jetzt, morgen ist mein letzter Schultag. Ich war jetzt einen Monat auf einer Sprachschule. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hatte Nachmittagsunterricht, jeweils 4 Stunden. Und der Tagesablauf war eigentlich fast immer gleich. Früh Aussprache, also am Anfang Ausspracheübung, dann Gespräche üben, Grammatik, ein Diktat schreiben. Was haben wir denn noch gemacht? Vokabeln, halt all solche Sachen. Man musste, es waren immer auch immer Partnerübungen dabei. Man musste halt immer mit seinem Banknachbar zusammenarbeiten. Die Banknachbar wurden auch alle immer mal durcheinander geworfen. Also ich saß, glaube ich, maximal 2, 3 Tage neben den gleichen Menschen. Die Klasse war sonst sehr, sehr bunt gemischt. Wir haben sehr viele Leute aus Nepal, die etwas nervig sind. Ich habe mich mit einer Chinesin relativ gut angefreundet. Wir haben einen Koreaner in der Klasse, der auf einmal in einer Jacke von der deutschen Bundesliga aufgetaucht ist. Ich habe noch eine, ich weiß gar nicht, sie ist, glaube ich, Koreanerin, die ein bisschen Deutsch sprechen kann, was mich sehr überrascht hat, als ich auf einmal auf Deutsch angesprochen worden bin. Sonst habe ich noch jemand aus Argentinien, mit dem ich mich sehr gut angefreundet habe, weil wir sind so jetzt die einzigen zwei in der Klasse, die nicht aussehen wie Asiaten. Da tut man sich dann schon zusammen. Ja, ansonsten habe ich jetzt ganz viele Bücher kaufen müssen. Tada! Hat auch ein bisschen Geld gekostet. Ich bin nämlich in die Klasse gekommen, da waren wir gerade am Ende des Lehrbuch 1 und haben ungefähr nach 2 Wochen zum Lehrbuch 2 gewechselt. Deshalb musste ich jetzt beide kaufen. Und wir haben sie auch gebraucht, denn jeden Freitag wird ein Lehrbuch-Test geschrieben über eine halbe Stunde, über 5 Lektionen. War bei den ersten 2 Mal ziemlich schwer, weil ich die 5 Lektionen natürlich nicht da war und die jetzt vorher noch schnell selber erarbeiten musste. Aber ich habe ich glaube, in beiden Tests über 80 Punkte gehabt, also gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir noch ein Kanji-Buch voller Freude. Ich kann jetzt Kanji lernen. Ich habe übrigens sehr viel Kanji gelernt. Zumindest keine neuen, aber ich habe gelernt, mit ihnen sozusagen umzugehen. Ich achte jetzt mehr auf die Schreibweise, wie sie zusammengesetzt werden und solche Sachen, die ich eigentlich früher nie so wirklich bedacht habe sozusagen. Und jetzt hat man das halt in der Schule halt so gelernt. Man schreibt, was weiß ich, erst dieses Zeichen, was aussieht wie so eins und dann so eins und dann so eins zusammen und dann macht man dann noch ein Häkchen dran und dann hat man das. So ungefähr. Jetzt für die Leute, die kein Japanisch können. Ja, sagt, das habe ich sehr gelernt. Ich habe ein paar neue Vokabeln gelernt. Ich habe Grammatik, größtenteils waren es Wiederholungen für mich. Aber auch gut, da ich sehr, sehr vieles vergessen habe und so jetzt nochmal geübt habe. Auch der Unterricht hat komplett auf Japanisch stattgefunden, was ich mir eigentlich so gar nicht vorstellen konnte, aber es funktioniert irgendwie. Ich begreife es immer noch nicht, warum, aber es funktioniert. Sagt unsere Lehrer, tun zumindest so, als ob sie kein Wort Englisch verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nur Englisch verstehen oder nicht, aber ich glaube bei meiner Klassenlehrerin, dass sie schon Englisch sprechen kann. Aber sagt, es wird größtenteils auf Japanisch und nur auf Japanisch gesprochen. Was haben wir denn in der Schule sonst noch alles gemacht? Wir hatten eine Begrüßungsfeier, die sehr interessant war, in einem riesengroßen Saal mit unserem Schulpräsidenten. Und dann hatten wir haben ein Treffen gehabt mit Japanern, die nicht von der Schule sind, um mit dem an einem Samstagnachmittag freiwillig Konversation zu machen, wo ich auch freiwillig hingegangen bin, weil warum nicht? Ich hatte ja nichts zu tun. Und da kann man schon mal die Chance nutzen, mit jemandem zu sprechen, der weiß, dass man Schüler ist und lernt und versucht, mit dem halt auf Japanisch zu kommunizieren, weil die meisten Japaner, die man so trifft, die denken, entweder du sprichst gar kein Japanisch oder denken, wenn du anfängst, Japanisch zu sprechen, dass du es dann perfekt sprichst. Und ich sitze dann immer da so, ja, so ein bisschen kann ich, aber dich so richtig verstehen tue ich trotzdem nicht.
Er sagt, das war sehr interessant. Wir hatten dann noch letztens eine Erdbebenübung gemacht, wo auf einmal ein Lehrer dann durch den Gang gerannt ist und gesagt hat, oh, ein Erdbeben. Und wir sollten uns dann alle unter den Tisch hocken. Und dann sind wir alle gemeinsam in den Park zum Treffpunkt gelaufen und dann wieder zurück. Und dann hat der Unterricht angefangen. Zum Thema Erdbeben. Ich hatte jetzt schon zwei, die ich mitbekommen habe. Bei dem ersten, das war mitten in der Nacht, da habe ich mich gerade ans Bett gelegt und wollte schlafen. Und auf einmal hat mein Bett gewackelt. Ich habe das am Anfang gar nicht realisiert, dass das ein Erdbeben ist. Doch dann habe ich mein Licht angemacht, habe gesehen, wie meine Kleider an der Wand mitgewackelt hatten. Aber, wie gesagt, es war relativ lang, aber es war halt nur leicht. Ja, und gestern hatte ich da mein nächstes gehabt, während der Kimono-Vorstellung. Ich bin immer wieder erstaunt, dass die Japaner das so halbwegs ignorieren, wenn da irgendwas wackelt. Für mich ist das noch ziemlich neu. Mal gucken, vielleicht gewöhne ich mich da auch noch dran. Wir werden sehen. So, was gibt es denn noch zu sagen? Ja, momentan sitze ich noch in meiner kleinen Wohnung hier, in meinen 14 Quadratmetern in Kitasenju. Nicht mehr lange. Ich werde wahrscheinlich dieses Wochenende umziehen nach Kawasaki. Ja, dann werden wir mal sehen. Da habe ich dann mit meinem Freund zusammen eine größere Wohnung, die wir natürlich erstmal einrichten müssen. Hier in Kitasenju hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, die Wohnung ist okay, bis auf ein kleines Problem, dass es hier Kakerlaken gibt, sobald ich meine Klimaanlage anmache, die natürlich auch meine Heizung ist. Das heißt, momentan habe ich seit 3 Wochen meine Klimaanlage nicht mehr angemacht und friere seitdem, habe seitdem auch keine Kakerlaken mehr. Man kann sich nun das größere Übel aussuchen oder nicht. Ja, sonst ist Kitasenju eigentlich sehr schön. Ich habe vom Bahnhof her ganz, ganz viele Geschäfte, Supermarkt, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants. Also ich habe eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Die Anbindung ist auch relativ okay. Also bis zur Yamanote-Linie, die halt so Tokio in sich verbindet, brauche ich 8 Minuten mit dem Zug. Es ist eigentlich ganz okay. Ich komme relativ schnell nach zur Reitaku-Universität, wenn ich das möchte, innerhalb von einer halben Stunde. Weshalb ich auch eigentlich hier wohnen wollte, damit ich eine gute Anbindung zu meinen Freunden habe, aber das ändert sich jetzt leider. Aber naja, wir werden mal sehen. Von meiner neuen Wohnung aus brauche ich dann nur noch 20 Minuten bis Shibuya, was natürlich auch nicht schlecht ist. Denn ich werde jetzt auch leider anfangen müssen, mir eine Arbeit zu suchen. Weil 1 Monat Sprachschule ist vorbei. Ich möchte jetzt gerne noch 3 Monate irgendwo arbeiten. Und da werde ich mich jetzt mal umschauen, was es in Shibuya so für deutschsprachige Restaurants und Geschäfte gibt. Mal gucken, ob ich da irgendwas finden kann, ob sie mich irgendwo nehmen, damit ich ein bisschen Geld verdienen kann. Und dann sehen wir mal weiter. Ich verspreche, dass ich noch ganz viel auf meinem Blog davon schreiben werde, was ich heute schon mal halbwegs angerissen habe. Ich habe schon viel geschrieben, es kommt noch ganz, ganz viel dazu. Ich weiß momentan nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß momentan auch nicht, wann ich schreiben soll und ich habe auch teilweise keine Lust, die Fotos zu bearbeiten und rauszusuchen. Aber das kommt alles noch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, mache ich auch ab und zu mal noch eins. Mal gucken, wie es wird, denn ich habe jetzt auch ein Videobearbeitungsprogramm. Ich habe es endlich mal geschafft, mir den Movie Maker runterzuladen, der auf meinem Windows 8 Laptop nicht vorhanden ist. Das heißt, ich werde jetzt auch demnächst endlich mal die Videos vom Feuerwerk bearbeiten können und hochladen können. Wir werden sehen. So, bei mir ist es jetzt auch schon kurz nach 11. Ich werde mich jetzt langsam mal verabschieden, denn ich werde noch eine Weile brauchen, das Video hochzuladen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüssi!